Lieben, die Urlaubszeit hat begonnen. Ich sitze hier bei uns im Wohnzimmer und habe mir gedacht, ich glaube, das wäre ganz interessant für viele von euch zu wissen, was sind so die großen Fehler, die man nicht begehen sollte im Urlaub. Sei es, ob man ins All-Inclusive Resort fährt, ob man campen geht, ob man einfach nur zu Hause ist. Da sind ganz, ganz viele Fehler, die viele begehen. Aber zuerst einen ganz großen Disclaimer für all diejenigen, die jetzt sagen, Anne, gibt es denn gar nichts anderes? Müssen wir immer über dieses Thema reden? Gut, wir sind natürlich ein Fitnesskanal, deswegen reden wir natürlich hauptsächlich über das Thema. Aber wenn ihr 2 Wochen einfach nur abschalten wollt, 2 Wochen alles hinter euch lassen, mal kein Sport, mal kein gesundes Essen, mal einfach nur essen, einfach nur leben und ihr habt keine Lust, im Urlaub Sport zu treiben, dann ist das völlig okay. Gönnt euch die Zeit. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele, die trotzdem noch sagen, okay, ich möchte gerne trotzdem in der Zeit was machen. Ich möchte nicht zunehmen oder ich möchte nicht, weiß ich nicht, nicht ungesund leben. Aber ich weiß nicht genau, wie ich das mache. Ich habe alle Arten von Urlauben schon durch. Ich habe All-Inclusive, hatte ich letztens erst, da habe ich ein bisschen zugenommen. Das ist auch kein Problem. Ich habe ganz, ganz viel Sport immer während den Urlaubszeiten, die ich integriere. Die Zeiten, die ich mir einfach nehme für mich. Und ich habe jetzt auf jeden Fall 5 Fehler für euch, die ganz, ganz typisch sind. Und am Schluss des Videos habe ich noch ein kleines Schmankerl für euch. Was wir auf jeden Fall ganz neu hier bei Bodykiss einbauen wollen, ist unsere Body Shaper Transformation des Monats. Ihr wisst ja von meinem Programm Body Shape, ich werde euch das nochmal einblenden. Da geht es um Home Workouts, die geplant sind auf euch. Das heißt wirklich strukturiertes Trainieren. Ganz, ganz viele Rezepte und ganz viele Lernvideos, die euch so begleiten bei eurer Abnehmen- oder Fitness-Story, wenn ihr muskulöser sein wollt, wenn ihr ein bisschen dünner werden wollt oder einfach nur fit und gesund. Und da kommt jeden Monat jetzt in einer meiner Videos die Transformation des Monats. Und ja, da müsst ihr auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, um die tolle Frau des Monats zu sehen. Als allerersten großen Fehler oder auch ein bisschen so die Falle, die man so im Urlaub kennt, ist, dass man sich ein bisschen vorkommt, dass man sehr, sehr viel im Urlaub macht. Also man geht ja sehr viel zu Fuß, man macht irgendwelche Wasseraktivitäten mit oder Bergaktivitäten, wo auch immer ihr hinfahrt. Und da ist sehr schnell der Gedanke, ich habe heute so viel gemacht, deswegen darf ich auch so viel essen. Und deswegen ist das so ein bisschen so ein Fehler, weil natürlich ihr macht mehr, körperlich vor allem meistens, geistig macht ihr meistens weniger, weil ihr arbeitet ja während der Zeit nicht oder ihr lernt nicht, sondern es sind zwar neue Eindrücke, die verarbeitet werden, aber der Kopf ist doch ein bisschen freier und ruhiger im Urlaub. Und körperlich werdet ihr sicherlich ein bisschen mehr Kalorien verbrennen, aber wir überschätzen das immer. Wir sagen immer, okay, ich bin jetzt 1 Stunde lang spazieren gegangen oder gewandert und deswegen darf ich mir gleich jetzt noch 5 Stücke Kuchen gönnen. Das ist leider nicht so, sondern es ist ganz wichtig, dass ihr trotzdem versucht, wenn ihr denn abnehmen weiter wollt oder wenn ihr euer Körpergewicht halten wollt, dass ihr es nicht übertreibt mit dem Buffet, mit dem Essen, weil wir doch sehr schnell dabei sind zu sagen, ich höre auf mein Hungergefühl und das ist alles ganz super. 2. Fehler im Urlaub ist zu unterschätzen, was man so trinkt. Ich weiß, nur Wasser im Urlaub trinken ist ein bisschen langweilig und man gönnt sich dadurch hin und wieder mal so ein leckeres Getränk, sei es ein Mocktail, sei es ein Cocktail. Oder ein anderes interessantes Limonadengetränk, was vielleicht ganz speziell für diese Region ist, was selbst gemacht ist. Und da stecken ganz, ganz viele versteckte Kalorien. Sei es in ganz verschiedenen Limonaden, die selbst hausgemacht sind. Auch da wird sehr viel Zucker verarbeitet. Oder man trinkt einfach ein bisschen mehr Alkohol, wenn man denn alt genug ist. Und Alkohol ist eine riesen Kalorienbombe. Es sieht aus, als wäre es flüssig und da ist nicht viel drin, aber glaubt mir, Alkohol ist eine Riesensache, wenn ihr effektiv abnehmen wollt oder einfach nur fit bleiben wollt. Der 3. Fehler ist natürlich, wo liegt es? Am Buffet. Vor allem für diejenigen von euch, die dann in All-Inclusive Resorts fahren oder einfach nur sehr, sehr viel essen gehen werden im Urlaub, weil das macht man natürlich super gerne. Ich mache das auch super gerne. Das ist eines der Hauptgründe, glaube ich, warum ich überhaupt in Urlaub fahre, weil das die beste Ausrede ist für, wir gehen jeden Abend essen. Und da ist einer der Fehler, die man immer wieder sieht, dass Leute unterschätzen, wer da in der Küche steht. Der interessiert sich nicht so wirklich für eure Fitness-Abnehm-Story, sondern bei denen geht es hauptsächlich darum, es soll schmecken. Und schmecken tut es mit möglichst viel Fett. Das heißt, es wird eh schon
wahrscheinlich alles mit Butter angebraten, was so mit Butter angebraten werden kann. Und zweitens, unterschätzt die Soßen nicht. Ich bin ein Freund davon, immer zu gucken, was für Soßen nehme ich, was lasse ich lieber weg, wenn ich vor allem eben gesund weiterhin im Urlaub unterwegs sein möchte. In Salatdressings, aber auch in anderen Soßen, besonders natürlich in cremigen Soßen oder ja, in so undefinierbaren Soßen, wird sehr, sehr viel Fett reingehauen, um natürlich den Geschmack hervorzurufen. Dann lieber sagen, ich verzichte auf eine Soße oder nehme etwas mit wenig Soße oder eben Tomatensoße. Und bei Salaten bin ich eh der große Freund davon, wenn es mir denn wichtig ist, zu sagen, bitte ohne Dressing und einfach Essig und Öl. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, wie viel von was ihr da nehmt. Vierter großer Fehler ist, dass man sich zwar trotzdem vornimmt, ins Fitnessstudio zu gehen. Und mittlerweile gibt es in vielen, vielen Hotels Fitnessstudios, die natürlich nicht ganz so ausgestattet sind, wie man das so im normalen Fitnessstudio kennt, sondern in einer kleineren Form. Und wenn ihr trotzdem ins Fitnessstudio geht, dann ist natürlich immer so die Ernüchterung sehr groß, wenn man da steht und merkt, es gibt nicht alle Geräte und man fängt an, einfach wahllos irgendwie so kleine Sachen zu machen. Man geht mal dahin, dann ist irgendein Gast an irgendeinem Gerät, dann geht man dahin und man trainiert eigentlich fürs schlechte Gewissen, aber es ist nicht wirklich effektiv. Deswegen bin ich immer der Freund davon, wenn man Urlaub ist, entweder sich zu ganz ernüchtern zu sagen, hier werde ich nicht mein Programm durchziehen, ich gucke, was kann ich machen, aber das ziehe ich wirklich gut durch, ohne jetzt wahllos rumzutrainieren. Oder ihr seid ganz anders unterwegs und ihr sagt einfach, ich mache die Home Workouts. Dazu gibt es ja zum Beispiel uns, Bodykiss. Home Workouts kann man überall durchziehen. Ihr braucht nicht viel, ihr könnt euch auspowern, ihr könnt euch entscheiden, wie lange möchte ich die Workouts machen. Wir haben 10-minütige, wir haben eine halbe Stündige, wir haben sogar Stunden-Workouts, wo ihr euch wirklich Zeit für euch nehmen könnt, auch im Urlaub. Und da ist auf jeden Fall mein Tipp, macht es morgens früh, besonders im Urlaub hat man so viele Sachen, die man sehen möchte und man hat wenig Lust am Abend sich noch hinzustellen, besonders nachdem man so viele Eindrücke im Kopf hat, da noch ein Workout zu machen. Also morgens früh aufstehen, am besten sogar vor dem Frühstück, wenn ihr Zeit findet. Workout durchziehen, fokussieren, ganz wichtig, auch im Urlaub, weil der Kopf muss immer dabei sein und nicht nur für schlechte Gewissen. Und fünfter und letzter Fehler ist auf jeden Fall ein bisschen die Langeweile. Ich sage jetzt nicht Langeweile, im Urlaub hat man eigentlich nicht, aber die Zeit, um immer drüber nachzudenken, was könnte man jetzt essen. Man unterschätzt das wieder von dem Fehler von vorhin, dass man denkt, man hat relativ viel heute gemacht, deswegen darf man viel essen. Das ist aber nicht so und deswegen beschäftigt euch und plant auch im Urlaub ein bisschen, wann möchtet ihr euch was gönnen. Ich weiß, es kommen hin und wieder ein paar Sachen, die nicht eingeplant sind, völlig okay, aber vielleicht eine grobe Struktur haben, wann möchte ich wie viel essen und was möchte ich mir wirklich gönnen. Ich bin immer so ein Freund davon im Urlaub, wo man mittags eh voll viel zu tun hat oder einfach nur am Strand liegt, dass man sagt, okay, ich frühstücke gut, schaue mir die gesunden Sachen vom Frühstück an, weil es gibt meistens doch auch zuckerfreie Sachen wie Haferflocken oder zuckerfreies Müsli mit eurer Lieblingsmilch. Und das ist schon mal super, da auf jeden Fall satt essen und dann vielleicht mittags nur Obst essen. Ihr müsst nicht mittags ganz, ganz viel essen und dann eher sagen, okay, vielleicht muss ich am Mittag nicht ganz so viel essen, frühstücke ein bisschen später und abends gönne ich mir dann auch mal was. Und dann könnt ihr auch euren Urlaub genießen und trotzdem so ein bisschen on track bleiben. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen der Fehler, den ihr nicht begehen dürft, zu sagen, ich esse jetzt mittags und dann gibt es überall was Süßes und abends überall was Süßes und morgens immer wieder was Süßes, weil dann sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Kalorien zusammenkommen, die ihr gar nicht über den Tag verbrennen könnt. Und abschließend kommt unsere Dame des Monats vom Bodyshape-Programm, die liebe Ramona, die seit 2013 eigentlich mit dem Kraftsport angefangen hat, dann aber schnell gemerkt hat, das ist super schwer zu integrieren im Leben. Und darum geht es bei uns im Bodyshape-Programm. Wir haben nicht alle immer Zeit, jeden Tag eine Stunde irgendwo hinzufahren, zum nächsten Fitnessstudio, dort abzurackern, dann zu duschen, dann wieder heimzukommen und wieder unser Leben einzubauen. Deswegen hat sie Bodyshape für sich entdeckt, ist bei uns im Profi-Programm drin gewesen. Und sie hat gemerkt, sie kann das so toll mit ihrer Familie vereinbaren, spontan morgens, wenn sie Zeit findet, aber auch an anderen Zeiten. Und es ist mega, was Ramona erreicht hat. Ich kann da eigentlich fast nur applaudieren. Und ihr seht, es kann alles funktionieren. Und sie hat gemerkt, da geht ihr Herz auf, das macht ihr so Spaß. Und das ist eben das Wichtige, wenn der Sport euch keinen Spaß macht,
dann wird auch nie was draus, dann werde ich auch keine Erfolge haben. Und Ramona hat das Bodyshape-Programm für sich entdeckt und ich bin so, so froh, dass sie zu uns gekommen ist und dass sie jetzt euch vor allem auch motivieren kann. So, und das war unsere Transformation des Monats. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ihr seht ja auch, Ramona ist jetzt gerade im Urlaub, sie lässt sich's gut gehen und man muss nicht immer super on track bleiben, um fit zu sein. Und ich verlinke auch Ramonas Instagram-Account unten in der Infobox, damit ihr sehen könnt, Ramona ist real. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss.